Andramoi enepe musa politropon hos mala pola plantite, epeitro jes hieron tolietron eperse, polon dantropon i den astia kaino. Ja, vielen Dank, Herr Homer und Kalimera Internet. Wir kürzen die hübschen Verse unseres blinden Freundes ein bisschen ab, nicht weil er blind ist, sondern einfach weil es sonst zu lang wird. Herzlich willkommen zur Odyssee to go. Mit dabei sind Odysseus, König der Insel Ithaka, Mitte 40, aber schon seit 20 Jahren nicht mehr zu Hause bei seiner Frau Penelope gewesen, weil erst im Trojanischen Krieg, dann vom Poseidon verflucht umhergeirrt, so ist das, wenn man mal kurz Zigaretten holen geht. Deswegen hat er seinen Sohn Telemachos auch noch nicht erwachsen gesehen, der sich bisher vergeblich gegen die vielen Freier gewehrt hat, die seiner Mutter nachstellen, darunter zum Beispiel Antinoos und Eurymachos, also Freier jetzt im Sinne von ehrbare Heiratsbewerber, weil der Mann des Hauses ja weg ist, nicht als Kundin. Glücklicherweise hat die Göttin Athene Odysseus vor kurzem als Hobby entdeckt und stellt jetzt die Weichen dafür, dass er wieder heimkommt. Auf der Reise begegnen ihm irrwitzig viele Monster, Diener, Kumpels, Götter, das können wir jetzt alles gar nicht aufführen. Die Odyssee besteht aus 12.110 Hexameterversen in 24 Gesängen, liest sich also runter wie die Bildzeitung. Und schon geht's los. Im Olymp will sich Papa Zeus seinen wohlverdienten Feierabend-Nektar einschütten. Da kommt die nervende Teenager-Tochter Athene und sagt, Papa, Papa, ja, also dieser Odysseus, der sitzt jetzt schon 7 Jahre, steckt er in der Liebesgrotte von der Nymphe Kalypso, der muss jetzt mal heim, sonst wird er noch Nymphoman. Und er so, ja, okay, aber wenn du ein Haustier halten willst, dann kümmerst du dich drum. Sie so, ja. Prompt erscheint sie dem Telemachos, natürlich getarnt, in Ithaka zu Hause und sagt zu ihm, hier, Kleiner, hör mal zu, du suchst jetzt den Papa und die Freier schmeißt du raus, klar? Okay. Und der wendet sich zu den Freiern und sagt, hier, ihr lasst jetzt sofort meine Mama in Ruhe und dann gebt ihr mir ein Schiff, damit ich nach meinem Vater suchen kann. Und die so, nee, gehen weg. Aber Athene kommt wieder und sagt, jetzt sei nicht traurig, hier hast du ein Boot, da setzt du dich rein und dann fahren wir erstmal nach Pylos. Und er setzt sich ins Boot und sie fahren zusammen nach Pylos, wo der alte Nestor sitzt und Telemachos so, hallo Nestor, und der so, hallo Telemachos, du, wo ist denn mein Papa? Das weiß ich nicht, aber frag doch mal bei dem Menelaos in Sparta nach, hier, mein Sohn kann dich fahren, da kommt schon der Sohn, und Telemachos springt auf und fährt mit ihm nach Sparta, wo selbst ihn niemand anders als Menelaos erwartet. Und Telemachos so, hallo Menelaos, hallo Menelaos. Und er so, hallo Telemachos, wo ist denn mein Vater? So, weiß ich nicht, aber du bist ja groß geworden, komm doch erstmal rein. Und er so, ja, komm, oh, guck mal, ihr habt die gleiche Tapete wie wir zu Hause. Und da verlassen wir den Sohn und suchen den Vater auf, der schon seit 7 Jahren in der Grotte der Nymphe Dienst tun muss. So, einmal noch, nee, ich kann nicht mehr. Da tritt ein Mann mit Spoilern auf. Sagt, hallo, ich bin der Götterbote Hermes. Und sie so, ja, du lässt jetzt sofort den Odysseus gehen. Und sie so, oh nee. Und er so, Gott sei Dank. Und Odysseus ist hoch erfreut und baut sich ein Floß. Und mit diesem Floß sticht er prompt in See. Und kaum ist er auf dem Wasser, lässt Poseidon einen mächtigen Sturm passieren, sodass er Schiffbruch erleidet und mehr tot als lebendig an den Strand der Insel Scheria gespült wird. Dort selbst spielt gerade die Königstochter Nausikaa mit ihrer Gespielin Ball. Du spielst wie ein Mädchen, geht sie nach hinten und sagt, wer bist du denn? Und ihr so, huch, ja, ich bin ein Fremdling. Und so, super, komm mal mit zu Papa. Und sie nimmt ihn mit in die Stadt zu Papa. Hallo König, hallo, wer bist du denn? Und ihr so, ein edler Fremdling. So, ja super, willst du meine Tochter heiraten? Und die wird im Hintergrund schon ganz nervös. Und er so, ja, nee, ich will nach Hause. Ach shit, ich bin Odysseus. Und er so, nee. Und er so, doch, kann ich ein Schiff leihen? Ja, aber dann erzählst du erstmal von deinen Irrfahrten beim Abendessen. Und er so, na gut. Und als es dann soweit ist, legt er los. Als wir Troja besiegt hatten, brachen wir nach zu Hause auf und haben zur Entspannung erstmal Ismaros gebrandschatzt. Hilfe! Dann landeten wir bei den Lotusessern. Peace! Das war voll krass, weil 3 von meinen Leuten von dem Shit gekostet haben und voll den kalten Turkey hatten. Und dann kam's. Eine hübsche Insel, Schafe, Ziegen, dann eine Riesenhöhle, in die ich mit meinen Leuten reinmarschiere. Da drin finden wir Milch, Käse und wir hatten kaum ein bisschen was als Proviant geborgt. Da kommt auch schon der Zyklop. Der einäugige Riese setzt sich, macht die Tür zu und schnappt sich 2 meiner Leute. Und vernascht sie. Menschenfressender Riese, schrecklich. Als er sich die nächsten 2 packt, sage ich, hier, wie wär's mit einem Schluck Wein zur Verdauung? Und er nimmt mir die Weinflasche ab und gluck, gluck, gluck und bonk, schläft sofort ein. Und der hatte in der Ecke von seiner Höhle seine Keule stehen.
Dann haben wir seine kleine Keule im Feuer angeglüht und ihm ein bisschen das Auge ausgestochen. Und er so, wer war das? Und ich so, niemand. Niemand, wenn ich dich erwische. Aber wir haben uns einfach unter die Schafe gehängt, die er natürlich aus der Höhle wieder rauslassen musste. Und schwupps, waren wir wieder auf dem Meer. Natürlich mit ein paar Leuten weniger. Dummerweise war das der Sohn von Poseidon. Und der hat uns seither verflucht und auf dem Meer richtig Ärger gemacht. Als nächstes wurden wir auf der Insel von Aiolos, dem Gott der Winde, freundlich aufgenommen und zum Abschied sagte er mir, hier, in dem Schlauch habe ich die bösen Winde alle eingesperrt, nur der Gute, der euch nach Ithaka führen wird, ist noch frei. Und ich so, danke, das ist voll nett von dir und er so, keine Ursache. Und wir fahren also nach Hause und Ithaka ist schon in Sicht und ich werde so müde und leg mich kurz hin, schlafen. Und da sagen meine Leute plötzlich, hier, was hat denn der da in der Tasche? Das ist doch bestimmt Schwarzgeld. Komm, wir machen mal auf. Und sie machen den Koffer auf und sind wir wieder zurück bei Aiolos im Gamma-Quadranten. Und ich stehe so auf und sage, also Aiolos, das ist mir furchtbar peinlich, aber meine Leute haben den, verpiss dich. Und zur Strafe wurden 11 von meinen Schiffen von den menschenfressenden Lestrigonen weggepickt und aufgefressen. Neue Insel, neues Glück. Sah erstmal ganz schön aus. Ich gucke mich zweimal um. Plötzlich höre ich ein Schweinegrunzen hinter mir. Und da tritt mir auch schon Hermes gegenüber und sagt, hier Odysseus, nimm mal hier diese Blümchen. Das Kraut ist ein Gegenmittel gegen die Zauberin, die deine Kameraden in Schweine verwandelt hat. Und ich nehme das so. Und kaum habe ich es, tritt mir auch schon Circe gegenüber und will ihren Zauberstab heben. Und ich schwupp. Hier, das ist ein Gegenmittel. Und sie so, oh, und jetzt werden sofort meine Kameraden zurückverwandelt, okay? Und sie so, flick. Oh, was ist denn mit mir passiert? Und danach war sie aber echt ganz nett und sagte uns, also wenn ihr nach Hause wollt, dann müsst ihr erstmal in den Hades und Teiresias befragen. Und das haben wir natürlich gemacht. Das ist ja auch keine Entfernung mehr heutzutage, der Hades. Also sind wir in den Hades gefahren. Und weil sie uns das auch geraten hat, habe ich erstmal hier so ein Trankopfer gebracht, nämlich so kluck, 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 eine Flasche Wein in so ein Loch im Boden ausgeschüttet. Und dann habe ich mich drüber gestellt, denn kaum war das geschehen, kamen sie schon. Wein, Walking Dead, es war nicht zu glauben. Wein, ich will Wein. Und ich so, nee, bleibt weg, ich will mit dem Teiresias sprechen. Da hört man eine Stimme von hinten, hier, ich bin hier. Und er drängelt sich nach vorne und sagt, oh, Wein. Säuft den Wein und sagt, hier, ihr wollt nach Hause, ne? Und ich so, ja, dann pass mal auf, dass deine Kumpels nicht die Rinder des Sonnengottes fressen. Tschüss. Und dann waren wir schon am Packen, da höre ich von hinten, Odysseus? Und so, oh Mama, das ist aber schön, wir müssen jetzt leider gehen. Und sind rasch ins Boot gesprungen und von den Gestaden des Hades wieder abgefahren. Dann haben wir allerdings noch mal bei Circe vorbeigeguckt, weil wir da noch einen Kumpel beerdigen mussten. Außerdem hat sie uns die nächsten Hochseeprüfungen verraten. Was ist denn das? Ah, Sirenen! Alle Oropax in die Ohren und mich an den Mast binden! Und kaum hatte ich es gesagt, kommt auch schon der Felsen der Sirenen in Sicht und die so, Odysseus, geh vor Anker in unserem Hafen, Odysseus. Und ich so, oh nein, macht mich los. Und meine Kumpels aber ruderten weiter und ich so, gib mir wenigstens eure Handynummer. Da kam aber schon die nächste Prüfung. So, lieber Odysseus, du musst dich jetzt entscheiden zwischen dem alles verschlingenden Strudel Charybdis oder dem menschenfressenden Monster Skylla, das 6 deiner Leute fressen wird. Und wir kommen also zwischen diesen beiden Monstern und ich so, Charybdis, Skylla, Charybdis, Skylla. Und das Monster schnappt sich so meine Leute. Und ich so, da haben wir ja nochmal Glück gehabt, sind also durchgesegelt und kamen glücklich bei der Insel des Sonnengottes an. Da standen dann auch schon die Rinder des Sonnengottes dumm rum in der Sonne. Und ich so, also pass auf, Kumpels, jetzt ist erstmal 5 Minuten Pause. Ich leg mich mal aufs Ohr und dass mir keiner diese Rinder anfasst, ja? Ich leg mich also hinten schlafen. Aber meine lieben Kumpels wieder, ach, der übertreibt doch wieder bloß. Was will denn der? Komm, wir machen Spare Ribs. Und schlachten eins von den Rindern. Und machen ein kleines Barbecue. Siehste, war gar nichts. Dann brachen wir wieder auf, setzten uns ins Boot. Und kaum hatten wir das offene Meer erreicht, als ein riesiger Sturm kam und Poseidon unser Boot zum Kentern brachte. Alle ertranken, außer mir. Und so bin ich zu Kalypso gekommen und dann her zu euch, ihr Phäaken. Und der König Alkinoos ist total beeindruckt davon und sagt,
Also es ist ja wirklich hammerhart. Wir machen jetzt eine Sammlung für flüchtige Seeleute und bringen dich dann heim. Und er so, yippie, und wird in also ein Boot gesetzt und von diesen Phäaken mit ausreichend Geld in der Tasche nach Hause gerudert. Weil er gerade schläft, als sie in Ithaka ankommen, setzen sie ihn einfach ab und das Boot fährt wieder zurück. Weil sie Odysseus nach Ithaka rudern, stapelt ihnen Poseidon, patsch, ein Gebirge mit Stacheldraht um die Insel. So schnell geht's, wenn man Flüchtlingen hilft. Da erscheint ihm Athene wieder und sagt, wach auf, wo bin ich denn? Und die so, ja, du bist zu Hause. Jetzt räumst du mal hier diese Kohle weg von den Phäaken und dann verkleidest du dich und gehst in dein Landgut zu deinem Schweinehirten. Und die so, okay. Und in einer geschickten Verkleidung schleicht er sich auf sein Landgut. Der Eumäos, sein Schweinehirt, ist ein netter Kerl und sagt, hallo Bettler, komm erstmal rein, nimm dir einen Keks. Oh, danke. Und wie geht's so? Ja, scheiße, ohne König und mit frechen und verfressenen Freiern. Ach, guck, da kommt ja auch der Telemachos. Der ist nämlich auch von der Göttin nach Hause beordert worden. Und die zwei sind gerade mal allein. Da sagt der Odysseus, hier, ich bin dein Vater. Und der so, nee. Und er so, doch. Also, dann räumen wir jetzt endlich mit diesen scheiß Freiern auf. Und er so, ja, ich habe einen Plan. Pss, pss, pss. Und am nächsten Morgen, am nächsten Tag, gehen sie zum Haus des Odysseus, wo die Freier wie immer sitzen und tafeln. Und Odysseus bettelt bei denen. Und der freundliche Antinoos schmeißt ihm einen Schemel an den Kopf. Bang! Und die lachen sich natürlich alle tot, aber der merkt sich das. Dann hört er plötzlich ein Schnüffel, Schnüffel, wuff, wuff, wuff. Und der so, oh, halt bloß die Klappe. Sein alter Hund, über 20 Jahre, hat ihn erkannt. Und kriegt vor Freude einen Herzinfarkt. Dann kommt ein anderer Bettler und sagt, hier, das ist mein Revier, hier bettle ich. Und sie geraten in Streit und Odysseus bricht ihm freundlich den Kiefer. Au! Dann spricht er mit Penelope. Sagt, ja, der Odysseus ist auf dem Weg nach Hause. Und sie so, nein, wirklich, komm, wasch ihn. Und dann kommt die Amme, die Alte, und wäscht ihm die Füße und die Beine und erkennt Odysseus an einer Narbe und sagt, du bist und... Und er so, halt bloß die Klappe, sonst Beule. Und sie so, okay. Und dann kommt nochmal Penelope und sagt, morgen entscheide ich das mit den Freiern per Wettkampf. Dann benehmen sich die Freier nochmal so richtig daneben. Und am nächsten Tage wird ein Tisch aufgestellt mit einem Brett mit 12 Axtschäften, die da hintereinander angeordnet sind. So, meine lieben Freier, der Wettkampf geht so. Wer den Bogen des Odysseus, den ich hier in der Hand halte, spannt und dadurch schießt, durch diese 12 Axtschäfte, der kriegt mich zur Frau. Und die so, das ist ja easy, gib mal den Bogen her. Und sie nehmen den Bogen und pflitsch, au! Tun sich aber alle nur weh mit dieser Bogensehne und kriegen das nicht hin. Und Odysseus, noch immer als Bettler getarnt, nimmt den Bogen, spannt ihn mit einer fließenden Bewegung und pflitsch, schießt er durch. Und die Freier noch so, das kann ja nicht sein, und wundern sich noch da. Fletsch, werden sie selber erschossen und peng, 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 massakriert er alle Freier im Haus. Anschließend massakriert Telemachos noch die Kollaborateure unter den Mägden und Knechten. Und Odysseus tritt nach dem Blutbad seiner Frau gegenüber und sagt, hallo Penny, da bin ich. Und sie so, nein, bist du es wirklich? Dann können die Diener ja jetzt gleich mal unser Ehebett rausbringen und abstauben. Und er so, willst du mich verarschen? Ich habe unser Ehebett aus einer lebenden Olive, aus einem Olivenbaum geschnitzt. Und sie so, war nur ein Test, Geliebter. Und sie sinkt ihm in die Arme und sie verbringen eine Nacht zusammen, bei der Athene großzügig die Zeit anhält, weil sie sich so lange nicht gesehen haben und so heftig miteinander reden. Morgens werden rasch noch ein paar Angehörige der toten Freier massakriert, um der Blutrache zu entgehen. Und schon herrscht Odysseus und eitel Sonnenschein wieder auf Ithaka. Es sind 36 Grad, Wasser 23 Grad. Und das, liebe Gemeinde, war die Odyssee von Homer.